Hallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir werden heute mit der Wechselbrücke durch Deutschland fahren. DHL Express ist heute angesagt. Wir sind gerade in Hamburg und müssen Richtung Hannover. Und deswegen steigen wir ein. Und ich weiß nicht, wann das Video kommt. Vielleicht am Samstag? Weißt du das? Samstag? Naja, wenn es Samstag ist, dann, ja. Dann kommt morgen der nächste Livestream. Ja, so ist das. Ja, wie gesagt, das ist eine Vorproduktion. Ich nehme das hier am 25.07. auf und habe irgendwie Lust gehabt, mal wieder mit einem DAF unterwegs zu sein und dann schön mit einer Wechselbrücke. Ach, einer meiner liebsten. Ja, also ich würde wirklich sagen, solange wie wir dieses, naja, diese Wechselbrücke noch nicht im Spiel haben, liebe ich es, einfach mit der Wechselbrücke unterwegs zu sein. Ach, eine große Liebe. Ja? So, jetzt mal ein bisschen vorsichtig fahren. Und ja, wir sind schon lange nicht mehr mit dem DAF gefahren, deswegen müssen wir einfach mal dieses Fahrzeug, weil der ist ja auch schön, ne? Hier, so richtig schön clean, großes Navi, ein bisschen was zu essen ist hier. Ne? Ups, jetzt rollen wir zurück. Eigentlich ein schönes Gerät. Genau. Hier hinten, die ganzen, die Kräne. Und los geht's. Ah, oh, schöne Feuerwehr. Sehr schön. Dann werden wir mal auf die Autobahn und ein bisschen Schubrakete geben, weil wichtig und richtig, dass wir da gemütlich ankommen. Und man muss wirklich sagen, war jetzt die letzten Tage ganz schön anstrengend hier, ne? Alles vorzubereiten. Neben Arbeit und Privates und dies und das und tralala, hat man hier schon ganz schön zu tun. So, aber wir sind jetzt gleich da. Also, was haben wir denn? Ach, wir haben gar nicht so eine lange Strecke. Ja, ich habe ja gesagt, in der Zeit, wo ich Urlaub habe, mache ich lieber ein bisschen kürzere Videos, dass ich das irgendwie unter einen Hut bekomme. Ja, weil sonst stehe ich da mit offenen Haaren. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt mit dem. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Da hinten muss ich lang. Ich muss jetzt hier geradeaus, ne? Ja, muss geradeaus fahren. Ich habe ja die X hier draußen, deswegen sehe ich manchmal nicht, wo ich hinfahren muss. Ja. Herrlich. So, warte mal. Jetzt muss ich mal. Ich glaube, ich fahre mal hier rüber. Ach, guck mal hier, diese alte Passat hier. Genau so ein Passat hatte damals mein Spieß, ne? Den wir denn, wo er mal rückwärts irgendwo seine Stoßstange kaputt gemacht hat. Und wir haben das natürlich mitbekommen, haben ihn natürlich ein bisschen so immer hops genommen. Und das war, glaube ich, da hat er Urlaub gehabt. Und dann kam er eigentlich, dann kam er einfach so in der Urlaubszeit, kam der, ja, in die Kompanie, also nach Holzdorf, kam er in die Kompanie. Wobei der Standort soll ja richtig groß ausgebaut werden, Holzdorf, ne? Also richtig riesengroß, ne? 1 Milliarde wollen sie in Holzdorf investieren. Jetzt kommen wir nochmal zu meinen Spieß, ne? Der kam dann an, wir haben das ja mitgekriegt und ja, das, was wir gemacht haben, er hat sich nämlich vor die Kompanie gestellt und hat ja jedes Mal immer rumgemeckert, wenn wir uns mal dahin gestellt haben, weil es war ein nur für Dienstkfz. Und was haben wir gemacht? Wir wussten ja, dass er irgendwo gegengeknallt ist, sind runter ins Lager, haben Matratzen, ja, für die Betten, ne? Die Matratzen genommen. Sind dann mit zwei Matratzen rein, raus, haben Panzertape genommen und haben es an sein Auto rangeklebt, vorne und hinten. Und dann mussten wir aber flüchten, dann gingen schon die ganzen Fenster auf, die haben schon alle rumgegrölt, dann kam der Spieß raus. Nachschub! Und dann ab, weg waren wir. Wir haben uns erstmal verpisst an die Flight oder auf die Flight, ne? Da kommt er nicht hin. Wir hatten ja da zum Glück so eine Berechtigung. Und das war so köstlich, ey. Naja, gut, wir haben, mit meinen Kollegen haben wir wirklich nur Blödsinn gemacht. Fand der Spieß aber nicht so toll. Ja, wir haben auf jeden Fall das Klebeband nicht so befestigt, dass es auf dem Lack ist. Ne? Wir haben das schon so gemacht, dass es nicht auf dem Lack irgendwie drauf ist. Ne? Panzertape ist ja schon ein bisschen, ja, kann interessant werden, ne? Ach ja, herrlich. Aber jetzt nochmal zu Holzhof. Ich habe nämlich jetzt hier am 25.07., wo ich das Video aufnehme, habe ich da mal so einen Bericht gesehen. Inwiefern sie das ausbauen. Da soll ja auch so ein Flugabwehrsystem
Abwehrsystem. Da sollen ja die neuen Chinook-Hubschrauber stationiert werden. Also müssen die Hallen wieder komplett neu gebaut werden. Das ist halt Deutschland. Ne? Das wurde eigentlich für den NH90 geplant. Dann gab es eine Umstrukturierung von Heer Luftwaffe bezüglich der Transportflugzeuge. Eigentlich sollte die Luftwaffe die Transporthubschrauber NH90 kriegen, aber dann hat sich das Heer aufgeregt. Nein, das Heer möchte die CH-53 abgeben. Ich glaube, die haben noch in den Dings gepasst. Also die CH-53 hat noch in die Hangars gepasst, aber die Chinook, also der Hubschrauber mit den zwei Rotoren vorne und hinten, der würde da nicht reinpassen. Also muss das alles wieder ausgebaut werden. Ja, das ist wirklich, das kannst du Kindern erzählen. Ne? Ja, und ja, so ist das halt. Ne? Das ist halt Deutschland. Ne? In die Zukunft geplant. Aber 1 Milliarde soll da investiert werden. Momentan sind da, glaube ich, 1600 oder 1800 Soldaten. Und es soll bis zu 2500 aufgestockt werden. Irgendwie so eine Dreh. Aber das wird schon interessant, ja, was da alles so passiert. Ah ja, musste man sich mal wieder angucken, alles, ne? Ja, das ist, glaube ich, der größte Standort, den sie jetzt ausbauen. Ja, Luftwaffenstützpunkt. Oder wird der in Deutschland der größte Luftwaffenstützpunkt? Also, ne, nicht das jetzt bei den Amis, aber was da jetzt mit Geld reinfliegt. Das ist Iron Dome, wollen sie, glaube ich, dahin machen. Israelische Flugabwehrsystem. Ah ja, interessant. Ne? Also es verfolgt man natürlich, wenn man selber da viele, viele Jahre stationiert war, hat man dann ein bisschen so eine Verbindung dazu. Ne? Ah ja, so, jetzt sind wir aber weg davon. Wir fahren jetzt hier schön gemütlich mit DRL gemütlich hier lang. Und ach ja, den Tag muss ich euch erzählen. Ich kaufe ja dann immer so, bestelle oder ich packe in meinen Warenkorb, habe ich euch ja schon mal erzählt. Immer mal wieder bei Amazon immer ein paar Sachen, die ich mir kaufen will. Und dann sage ich einmal, bam, jetzt Lieferung auslösen. Weil wenn du es schon im Warenkorb machst, läuft ja schon dieser Algorithmus. Wenn, ich glaube, in Berlin und in Dresden oder Leipzig ist ein großes Amazon-Lager. Und dann wird das schon da irgendwie nach und nach hingebracht. Und dann warte ich da ein paar Tage, was ich dann noch so finde. Und dann auf einmal sage ich so, abschicken. Und dann kommt fast alles an jeden Tag. So, dann war aber noch, das habe ich noch nicht mal ausgepackt, ein T-Shirt. Und ich bin gerade raus, weil ich Zeitung holen wollte. Und dann kam einer an mit dem Transporter wie ein Geisteskranker. Langgeballert, angebremst, dann kam er nochmal zurück, dann hat er sich da hingestellt und hat mir es parkiert. Ich dachte, meine Fresse, ey. Ja gut. Auf jeden Fall hat er den Führerschein nicht in Deutschland gemacht, wahrscheinlich irgendwo in der Wüste. Aber wie so ein Geisteskranker. Ja gut, die haben ja auch ordentlich Stress. Ne? Die müssen so und so viele Pakete ausliefern. Also das ist schon puh, da ist man immer unter Zugzwang, ne? Aber da kann so schnell was passieren, wenn man da fährt wie so ein Besenkter. Ah ja. Ja, wenn ihr dieses Video seht, dann hoffe ich doch, dass ich dann ordentlich und heil wieder aus dem Urlaub zurück bin. Hoffe ich doch. Und dass wir uns dann morgen wieder bei unserem Livestream sehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder zahlreich einschaltet. Oh, die hat den Müll hingeschmissen. Huchen. Das ist ja nicht schön, hier einfach so Müll abladen. Nimmt lieber da einen Zehner in der Hand und dann geht lieber zu irgendeinem Müllentsorgungsunternehmen und bringt da euren Scheiß dahin. Und nicht hier einfach irgendwo am Straßenrand oder irgendwo eine Walachei hinschmeißen. Das macht man nicht. Aber mal, ich brauche ja gar nicht abfahren. Wir müssen ja sowieso runter. Was ist das eigentlich für ein Auflieger-Skin? SR2-Trailer. Sieht gut aus. Gefällt mir. So, sind wir gleich da. Bin ich zu schnell gefahren oder was? Das kann doch nicht Warzenschwein sein. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen.
Wir haben noch 8 Kilometer. Das läuft, das läuft, das läuft. Achso, mal einen Blick an. Aber so ein DAF. Oh, was wäre denn da? Die Zeitung hingelegt? Was denn? Oh, die hat aber nicht hingeguckt. Oh, nee, ich habe nicht hingeguckt. Nein. Ich guck nur dich an. Die Zeitung ist nicht meins, ist vom Kumpel. Ist nicht meine Zeitung. Ich glaube, sie glaubt mir. Ja, ich bin ja auch vertrauenswürdig. Ja, natürlich, ey. Fährst du hier hin und her, also. Los, hackt. Mal hier, wie ich hier abziehe. Ich bin ja auch Express, da muss man halt ein bisschen schneller fahren, ne? Ja, gut, ein bisschen sinnlos, ne? Ach, wir müssen da vorne. Also, ich muss versuchen, schneller zu sein. Oh, leicht noch ein bisschen hier. Gucken wir mal. Hier, leicht. Anrollen, 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 anrollen. Oh ja, und jetzt was? Ach, guck mal hier, wie ich abziehe. Oder der hat mir einfach nur vorgelassen. Was? Das ist natürlich nicht ökonomisch so zu fahren, ne? Wenn man jetzt so lang ballert. Ist überhaupt nicht gut. Ah, oh, herrliches Wetter. Mm. Ja, das fehlt mir jetzt schon wieder hier. Soll ich das schon wieder anhalten? Hier war ich schon eine Weile nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Also, das hat schon wieder... Ich muss schon wieder überlegen, wo ich überhaupt bin. Und, schaffen wir es? Ja. Fährt sich butterweich, muss man wirklich sagen. Also der DAF gefällt mir so vom Fahren hier und von der Übersicht sehr schön. Aber die ganzen Ampeln hier, die nehmen mich hier jedes Mal den Flow raus. Ah, passt schon. Stop, go, stop and go. Deswegen bin ich auch irgendwie froh, dass ich nicht so richtig in einer Großstadt wohne oder so in Berlin. Ja. Da fährst du an eine Ampel ran. Gut, du könntest auch dann mit U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn oder was alles fahren. Aber ich bin echt froh, weil dieses Ganze wird dann 10 Kilometer fahren und brauchst eine halbe Ewigkeit. Fährst du über eine halbe Stunde, weil du andauernd stehst. Nee, das wäre nichts. Also ich glaube auch, wenn man jetzt in einer Großstadt wohnt und nicht großartig irgendwo hin muss, klar ist es gut, wenn man trotzdem irgendwie einen Führerschein macht, aber zwingend notwendig ist es nicht. Ja, das braucht man alles nicht. Man kann gut und gerne dann mit den Öffentlichen fahren. Wobei ich ja auch sagen muss, heutzutage mit den öffentlich-rechtlichen, also mit den öffentlichen, was ist denn jetzt los? Warum mache ich jetzt rot? Warum mache ich jetzt eine Strafe? Ist schon, na, ich würde mal sagen, manchmal gefährlich. Also ne, zu gewissen Uhrzeiten würde ich nicht mehr alleine fahren. Das wäre, wie seht ihr das? Also ich habe dieses gefühlte Gefühl der Unsicherheit, dass das irgendwie gefährlicher geworden ist, ist schon, ja, da. Wahrscheinlich durch die Medien, was die alles auch so zu bringen, was überall passiert. Gerade für Frauen, muss ich auch sagen, alleine abends irgendwo unterwegs sein, finde ich schon ein wenig beängstigend. Und ich bin ja keine Frau. Also zumindest denke ich das, dass ich keine bin. So, jetzt sind wir hier. Oh, die Schranke geht aber zügig auf. Nie mal blinkt. Böser Maximus. Ach, ich freue mich morgen wieder mit euch Livestream zu verbringen. Und dann wieder eine gemütliche Truck SMP Folge zu machen. Habe ich schon richtig Lust drauf. So, dann würde ich sagen, wo stellen wir ihn ab? Mal sehen, was er sagt. Ja, so.
Hier an der Seite. Ja, gut, anders geht's hier wahrscheinlich nicht. Ah, oh, schön. Wird sich vielleicht irgendwann auch ein bisschen ändern. So, wir stehen. Ich habe Zeitverzug, Abfahrtsplan. Ich mache jetzt aus. Und wir sehen uns dann, ja, morgen, wenn es hier am Samstag rauskommt, ne? Mit der Wechselbrücke durch Deutschland. Das ist immer schon wieder schön auf der deutschen Autobahn. Und ja, war eine coole, entspannte Folge, ne? Mit diesen Worten würde ich einen Fisch machen. Lasst ein Däumchen da. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns, ne? Bis dann. Tschüss.